Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Mega-Opening, wenn man das als Mega-Opening bezeichnen kann. Ich habe mal wieder was auf eBay Kleinanzeigen geschossen und worum es heute geht, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, ich war auf eBay Kleinanzeigen unterwegs, hatte den Fuffi übrig und dachte mir, schießt mal was Günstiges. Und ich habe auch relativ schnell was gefunden, was recht ansprechend aussah auf den ersten Blick. Es stand auch in der Beschreibung drin, dass eigentlich alles in gutem Zustand sei. Er wollte, glaube ich, ursprünglich 65 Euro, ich habe dann noch 50 runtergehandelt, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich halt gesehen habe, dass da einige Karten alles andere als im guten Zustand sind. Also keine Beschädigungen sehen für mich anders aus. Und ob wir jetzt die Kohle in den Sand gesetzt haben letztendlich, weil auf den Bildern hat man natürlich nicht alles explizit erkannt und einige Beschädigungen werden auch gerne mal ein bisschen kaschiert durch Hülle oder Lichteinfall. Das erfahren wir jetzt während diesem Opening hier. So, ich habe die Karten schon mal aus ihrem Gefängnis befreit und wir fangen auch schon mit einer Karte in Perfect Mint an. Ja, das ist der Dark Magician aus dem Starter Deck Yugi. Ich bin schon überlegen, ob ich den nicht vielleicht zu PSA schicke. Ja, das ist auf jeden Fall eine 10. Ich habe gehört, dass man da gut Geld mitmachen kann und boah, Alter, guckt euch mal. Near Mint, ja, Penguin Soldier. Ich muss sagen, ich habe noch nie eine Sammlung gesehen, wo die Karten tatsächlich so unglaublich krass der Beschreibung entsprochen haben. Also das ist ja der pure Wahnsinn, Leute. Der pure Wahnsinn. Okay, gucken wir weiter. Wir haben hier... diese Hüllen, Alter, sind die schmierig. Okay, wir haben hier Phantomungeheuer Wildhorn, wie auch immer. Die sieht ganz gut aus vom Zustand her. Ich würde mal sagen, so... Also sollte es hier überhaupt irgendwelche Highlights geben? Ich schätze mal, es werden nicht mehr als 3 sein. Dann legen wir die mal hier runter. Ich lege die jetzt aber hier an der Stelle mal zur Seite. Dann geht's mal weiter mit einem Blockmann. Okay, der sieht eigentlich auch noch ganz gut aus. Okay, den kann man auch mal mitnehmen. Dann haben wir hier einen Beta-Magnetkrieger. Der ist aber beschädigt. Da ist hier unten ein Eselsohr drin und auch die Ecken wirken schon, die ganzen Kanten wirken schon recht abgegriffen. Auch die Oberfläche ist nicht mehr schön. Also der ist also mit ganz, ganz, ganz zugedrückten Hühneraugen und mindestens einer Flasche Palinka-Intus ist das noch gut. Ja, aber eigentlich ist das schon Plate. Also in meinen Augen zumindest. Für meine Definition ist das Plate. Jetzt schauen wir mal weiter. Diffusion, Diffusion Wave Motion, ja, aus RDS. Die ist jetzt auch nicht unbedingt Near Mint. Ja, um Gottes Willen, Alter. Nee, die ist auch nicht wirklich gut. Also von vorne kann man sie noch halbwegs angucken, sag ich mal, aber hinten ist sie halt richtig im Eimer. Deswegen an der Stelle auch nichts für die Sammlung. Oh weh, böses Omen, Leute, böses Omen. Dann haben wir Spell Shield Type 8. Auch bei der sieht es gerade nicht besser aus. Die Karte ist auch relativ ramponiert. Hier unten ein Knick drin. Ja, das sind halt einfach diese typischen eBay-Kleinanzeigen-Angebote. Und genau solche Beschädigungen, dieses Abgegriffensein, diese leichten, abgenutzten Ecken, so das kann man auf Bildern einfach unglaublich gut kaschieren. Ne? Da hast du die Hülle drüber, so eine glänzende Folie, dann fällt noch das Licht von der Seite rein und schon sieht die Karte aus, als wäre sie frisch aus dem Booster gezogen, dabei ist sie eigentlich richtig im Arsch. Dann hast du Phantomgeheuer Donnerpegasus aus GX02. Die ist jetzt tatsächlich wieder recht gut vom Zustand her, muss ich sagen. Die können wir gerne mitnehmen. Also bisher 3 Karten, die für was für die Sammlung sind. Das ist jetzt cool, der antike Antriebsgolem in Ultra Rare aus TLM. Ich bete, dass die Karte Near Mint ist, wirklich. Bitte enttäusch mich nicht. Und ja, sie ist tatsächlich in einem recht guten Zustand. Sie ist in einem recht guten Zustand. Mega, mega cool. Das ist ein Highlight, Leute. Ich glaube, unlimitiert geht die auch so 10, 15 Euro. Die legen wir mal unten hin. Das ist für mich ein Highlight. Das ist cool. Haben wir schon mal die ersten 15 Euro drin. Und dann schauen wir auch direkt mal weiter. Jetzt kommen wir zum Vampire Lord aus RDS. Schauen wir mal, wie sieht es denn hier aus? Da ist ein seltsamer Fingerabdruck in... Ist aber nicht schmierig, aber da irgendwie Dreck drauf, muss ich mal sauber machen. Aber die Karte sieht eigentlich an sich noch recht passabel aus. Muss man halt ein bisschen die Oberfläche sauber machen. Das kann man übrigens mit einem ganz leicht feuchten Tuch kann man das sauber machen, ohne die Karte zu beschädigen. Man muss halt danach mit einem trockenen Tuch nochmal ganz vorsichtig drüber und dann ist das Ding wieder in Ordnung. Auf jeden Fall Vampire Lord aus RDS, auch ganz cool eigentlich. So, jetzt kommen wir zu der First. Die ist aber nicht Near Mint, das sehe ich schon. Wäre die Near Mint, dann wäre die auch so 11 Euro wert. Wieso muss eigentlich immer dieser gestinkerte Bauer an meinem Haus vorbeifahren, wenn ich Video mache?
Okay, Exile Force auf jeden Fall hier aus LOD. Zwar First, aber halt nicht Nearmint. Nearmint wäre die so um die 11 Euro wert gewesen. Definitiv kein Highlight. Also definitiv nicht. Den habe ich noch auf dem Bild gesehen, dass der im Arsch ist. Gerfried Eisenritter, ja, hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Alter, man fragt sich manchmal, wie es eigentlich passiert, dass Karten zu so einem Zustand kommen. Alter, das müssen ja richtig Hosentaschenkarten gewesen sein. Da merkt man halt, dass das wirklich so eine Kindheitssammlung ist. Da hat man damals nicht drauf geachtet. Jetzt kommt die Karte, die ohnehin nie mehr aus einer Sammlung rauskommt. Wobei ich sagen muss, dass ich trotzdem positiv überrascht bin. Normalerweise sind die Karten richtig im Arsch, aber natürlich auch nicht niemand hier abgenutzt, da abgenutzt, hier abgenutzt, dort abgenutzt. Ist natürlich auch nichts für die Sammlung, aber nicht ganz so ramponiert, wie man sie normalerweise aus den Sammlungen zieht. Dann haben wir, und ich sehe schon, wieder im Arsch, einen schön ramponierten Gemini Elf aus LON. Ja, gut, ich meine, ja, eigentlich noch exzellent, ne? Scheiße. Ach nee, okay, schauen wir mal weiter. Da brauche ich gar nicht rausholen, Alter, Leute, guck mal, wie das aussieht. Leck mich am Arsch. Dann haben wir hier einen Cyberdrachen aus Cybernetic Revolution, Revolution First, auch komplett im Eimer. Ach du Kacke. Die Karten haben keine Beschädigungen. Nein, die sind alle Nearmint. Nee, also wegen den 50 Euro werde ich jetzt da auch beim Verkäufer keinen Aufriss machen, ne? Soll er sich freuen, aber Alter. Das sieht jetzt auch ein bisschen besser aus. Also Nearmint ist wirklich was anderes, aber im Verhältnis zu dem, was wir sonst so in den Sammlungen sehen, doch ganz passabel. Ein Highlight bei weitem nicht für die Sammlung zu gebrauchen, auch nicht. Aber vielleicht mal etwas Balsam für die Augen im Verhältnis zu dem, was wir hier bisher rausgezogen haben. Nee, Leute, das ist ja richtig traurig. Jetzt haben wir einen reißenden Tribut. Komm schon, enttäusch mich nicht. Reißender Tribut. Und du bist. Es geht eigentlich. Auch die Oberfläche ist vielleicht hier ein bisschen verdreckt. Aber auch das kriegt man eigentlich sauber. Also die ist eigentlich schon Nearmint, ne? Ein bisschen gesäubert und dann passt das. Das ist ein Highlight. Also reißender Tribut ist eigentlich immer ein Highlight. Mega cool. Oh weh, jetzt kommt der magische Zylinder und ich sehe schon, dass die im Arsch ist. Oh nee, Leute. Nee. Wäre die Nearmint gewesen, Alter, das wäre zu schön gewesen. Aber nein. Nein, der magische Zylinder ist auch im Arsch. Der ist auch im Arsch, ja. Eieieiei. Was macht ihr mit euren Karten, Leute? Au. Okay. Ring der Zerstörung aus Invasion of Chaos, der ersten Special Edition damals. Ja, der ist eigentlich auch Nearmint. Das ist eigentlich auch ganz cool, aber ja, ich weiß nicht, kann man das jetzt als Highlight werten? Ja gut, es ist ein Ring of Destruction, aber er kommt halt einfach aus der Special Edition. Also wir haben hier nur 3 Plätze frei, ja. Da müssen wir ein bisschen wählerischer sein. Und dementsprechend würde ich mal sagen, legen wir die zur Seite. Aber die ist schon mal ganz gut vom Zustand her. Das ist okay. Dann, oh, Mirror Force. The Dark Mirror Force. First. Und sie ist im Arsch. Au. Ach du Kacke, Alter. Nee. Die wäre natürlich schön gewesen hier mit First. Aber ja, was will man machen? Ist er halt nicht, ne? So, dann schauen wir mal, was haben wir noch? Einen Ruf der Gejagten aus Dark Beginning 1. Der ist, also Nearmint jetzt nicht mehr, aber ich würde sagen, exzellent. Ist auf jeden Fall noch. Aber den will ich mir jetzt auch erstmal nicht zu den... Oh, nee. Ei. Oh, Leute, guckt euch das mal an. Das ist ja ein Trauerspiel, das ist ja ein absolutes Trauerspiel. Naja, hoffentlich werden die nächsten Karten besser. Dann schauen wir mal, Imperial Order wäre, wenn sie Nearmint ist, auch unlimitiert recht viel wert eigentlich. Ja, nee. Die ist jetzt natürlich auch nicht so prickelnd vom Zustand her. Aber auch immerhin besser als die meisten anderen Karten. Legen wir sie uns mal raus. Ist jetzt nicht Nearmint so exzellent, würde ich auch mal sagen, aber naja. Dann, oh, Dark Magician aus LOB. Schauen wir mal, wie Nearmint diese Karte ist. Und natürlich hat sie ein Eselsohr. Also gut, ich habe schon schlimmere Dunkle Magier aus LOB gesehen, aber der ist natürlich auch nicht Nearmint, ne? Aber wäre der Nearmint, hätte ich das Highlight jetzt gerade nochmal ausgetauscht, aber nee. Nee. Schade drum. Ist an sich eine sehr, sehr schöne Karte. Ja, ein bisschen Misscut.
Und ja, sie sieht eigentlich noch ganz gut aus, außer dem Eselsohr. Und an der Seite hat sie auch noch was und tun auch noch ein Eselsohr, aber für meine Sammlung halt einfach gar nicht zu gebrauchen. Ne? Vielleicht für meine Privatsammlung, da muss ich mal gucken, aber naja, schauen wir mal. Dann haben wir Ryoku. Auwe, ist wieder eine Promo. Und ja, die ist eigentlich wieder in einem recht guten Zustand. In Prismatic Secret Rare aus ROD. Ja, eigentlich ganz cool, kann man mitnehmen. Scapegoats. Okay, kaputt, brauche ich gar nicht nachgucken. Adliger der Auslöschung ist Dark Beginning. Ja. Der geht eigentlich noch. Also der hat hier oben ein bisschen was, ganz kleines Eck, aber sonst ist er eigentlich noch ganz gut vom Zustand her. Tatsächlich auch mal das Dark Beginning ein bisschen besonderer als das, was man sonst so hat aus diesem Structure oder Starter Deck, aber ist auf jeden Fall eine sehr schöne Karte auf dem Artwork her, muss ich sagen. Aber für meine Sammlung halt leider auch nicht zu gebrauchen. Dann haben wir eine Insektenkönigin aus der Tinbox und ich sehe schon, die ist wieder richtig sahnig, Alter. Die ist wieder richtig, also boah, richtig sahnig, Mann, ey, da. Ah, oh, seht ihr das, Leute? Also da baut sich mein Penis ein Zelt. Krass. Krass, krass, krass. Nee, Alter, voll im Arsch, Mann. Schade. Okay, nächste Karte. Was haben wir noch? Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Swords of Revealing Light aus LOB. Sieht aber ganz gut aus, die ist Nirmint. Die ist auf jeden Fall Nirmint. Natürlich haben wir jetzt hier keine Highlight-Slots mehr frei und naja, verräterische Schwerter, wenn sie nicht first sind, sind auch kein wirkliches Highlight für mich. Aber mega cool. Sehr, sehr schön, dass die hier wenigstens Nirmint ist. Die kann in die Sammlung wandern. Zumindest so wie ich das jetzt hier sehe. Und wir haben Snatch Steel. Sieht auch noch halbwegs passabel aus. Auch nicht unbedingt Nirmint, aber besser als alles andere ist sozusagen. Auch von der Oberfläche her eigentlich ganz gut. Ja, Schnappstahl, richtig coole Karte eigentlich. Aber ja, es geht natürlich besser, ne? Trotzdem eigentlich ganz okay, so vom Zustand. Also exzellent ist die auf jeden Fall noch. Dann haben wir Blitzeinschlag. Jetzt schauen wir mal, wie es hier aussieht. Das ist sogar eine First Edition. Hier fehlt Farbe. Fehlt da Farbe? Da fehlt Farbe, ja. Aber ansonsten sieht die eigentlich auch noch ganz passabel aus. Hier oben hat sie zwei leichte Beschädigungen, minimal. Exzellent auf jeden Fall noch. Mal schauen, was ich mit der dann mache. Okay. Dann haben wir hier wieder so ein Päckchen. Einmal Graceful Charity. Kartenzerstörung zweimal, natürlich alle total im Eimer. Ne? Alter Vater. Alter Vater. Dann, oh, diese Hüllen, Alter, meine Finger sind schon ganz, kennt ihr das, wenn ihr mit fremden Hüllen arbeitet und wenn ihr da mal so 100 Stück aus- oder eingesleeved habt, dann sind eure Finger so komisch schmierig, also voll widerlich, Alter, voll widerlich. Manche Leute, die gehen mit ihren Sleeves um, Alter, Arsch abputzen, Finger nicht waschen und dann in die Karten, naja, oder wie, also, manchmal habe ich so das Gefühl, Bubble-Schuss, ja, hat hier eine Welle drin, das Duelist-Pack, ja, ist halt auch nicht mehr in ihrem Minder, hat auch hier und da eine Kerbe drin, aber ansonsten auch ganz gut, da würde man sagen, so exzellent auch vielleicht. Also exzellent auf jeden Fall. Also das ist schon, also das Opening muss man wirklich mit Humor nehmen, weil sonst fängt man zu weinen an. Soul Exchange. Ach du Kacke, Alter. Ach du Kacke, wie oft sage ich heute eigentlich Alter, Alter? Okay, schauen wir mal weiter. Uforoid, ja, hier. Goodbye. Nein, die Karten haben keine Beschädigung. Alle in Yemen. Alle nehmen, ja, super, kaum beschädigt, also gar nicht, also top. Starker Wachposten. Heftig, Alter. Heftig! Vor allen Dingen auf den Bildern hat man das halt gar nicht gesehen, so hier dieser Niemand aus auf den Bildern. Sonst hätte ich das natürlich niemals gekauft, ne? Ist ja vollkommen klar, ich bin ja nicht bescheuert. Schauen wir mal, Wolkenkratzer First, das Cybernetic Revolution. Kannst du auch nicht brauchen. Polymerisation aus LOB, vielleicht sieht es bei der besser aus. Hey, wir haben nochmal einen starken Wachposten, sich gerade. Au! 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 Ach ja. Ah, das sieht ja echt nicht mehr feierlich aus. Da fusioniert der Schmerz mit Tränenflüssigkeit und wird zum Durchbrechen ins Essen Stufe 9. Boah. Nee. Schauen wir mal. Was hält der nächste starke Wachposten für uns bereit? Nichts Gutes offensichtlich. Ebenfalls im Arsch. Eieieiei. Da hätte ich mir lieber 25 Magnethalter geholt von dem Geld. Also, ich weiß nicht. Vielleicht kommen wir trotzdem Beschädigungen irgendwie auf den Einkaufswert, den ich hier habe, aber
Also das ist ja wirklich, das ist ja schon keine Sammlung mehr, das ist eine Anhäufung von Altpapier, habe ich das Gefühl. Austausch auch komplett im Eimer. Alter Schwede, also das ist wirklich eine Sammlung. Ihr erinnert, also vielleicht die Leute, die mich schon extrem lange verfolgen, erinnern sich noch an diese 130-Euro-Sammlung von damals, diesen Dual-Case-Koffer, wo eine Ultra-Rare drin war, die niemand war und der Rest war erstens Kammen und zweitens total im Arsch. Und so ähnlich ist das hier tatsächlich auch, hier richtig ein Schmiss drin. Seht ihr das? Das war wirklich krass und das ist jetzt hier so die erste Sendung seit dieser Zeit, wo wirklich wieder genau so ist. So richtig, so ein richtiger Reinfall. Also sowas habe ich wirklich total selten. Von Tom und Geheuer Kreuzflügel aus GX02. Okay, da wurde das ganze Promo-Set davon drin gehabt und die Promos sind halt noch nie Mint, also der geht also quasi. Curse of Dragon, also ein Drachenfluch. Und der ist. Ja, es geht eigentlich. Es geht. Der hat hier unten ein bisschen was, aber sonst. Muss mal wieder die Oberfläche reinigen. Ah ja, hier unten hat er natürlich schon wieder. Sieht nicht so prickelnd aus, aber nee, ansonsten geht's eigentlich. Hat halt diese typische verschmutzte Oberfläche, so vom Anfassen halt, aber das kriegt man recht sauber wieder weg. Also, das ist noch eine Karte, die kommt zumindest in meine Privatsammlung. Dann der Schöpfer. Der Schöpfer aus Elemental Energy, der ist aber nicht mehr so prickelnd, der ist wirklich nicht mehr so prickelnd. Leute, schaut das mal an, oben Eselsohr ohne Ende. Ah, nee, Leute, nee. Oh Gott, mystische Lebensbarriere, die brauche ich gar nicht rausholen, Leute, guckt euch das mal an. Alter Vater. Gott sei Dank war das bloß ein Spaßeinkauf, ohne Witz. Spiegelwand, auch kaputt. Alles kaputt, Leute, ja, Wahnsinn. Okay, das sieht eigentlich wieder ganz passabel aus. Also okay, der hat ein paar Kratzer auf der Oberfläche, da unten hat er ein bisschen angewischt, aber so im Verhältnis zu dem, was hier sonst drin ist, ist dieser Waffenstillstand doch recht passabel, ne? So für die private Sammlung könnte das noch hinhauen. Oder vielleicht für meinen Kumpel, dem ist sowas egal. Der freut sich auch über sowas, dann schenke ich dem das. Ja, kann man mal mitnehmen. Ist auf jeden Fall besser als das meiste hier. End of Anubis ist so ähnlich, der hat halt wieder links unten was. Aber ansonsten sieht er auch ganz passabel aus, aus The Lost Millennium. Ja, vielleicht auch für meinen Kumpel, mal schauen. Oder für die private Sammlung. End of Anubis ist halt wirklich eine echt stylische Karte, da kann man gar nichts sagen. Dann haben wir Clay Sturmangriff. Clay Sturmangriff ist... nix. Nischt. Dann des Gegenschlag aus Ancient Sanctuary. Sehr selten, dass die nicht First ist. Normalerweise sind AST-Karten immer First, also in der Regel. Aber auch die ist nicht mehr wirklich prickelnd. Da eine Beschädigung hier, da eine Beule hier. Okay, kann man auch mal zur Seite legen. Gear in Super Rare. Ja, okay, die geht eigentlich noch halbwegs. Ja, die kann man mal mitnehmen. Also zumindest so, wie ich das durch meinen kleinen Handybildschirm sehe, kann natürlich sein, dass das noch ziemlich ernüchternd wird, wenn ich dann mein Handy weglege, meine Kamera weglege. Die wäre halt richtig geil, theoretisch. Die hat, leider hatte hier eine Beschädigung, aber von der Oberfläche richtig glossy, als hätte man sie gerade gezogen. Aber das versaut es natürlich, ne? Scheiße. Wäre auch wieder mal zu schön gewesen, um wahr zu sein. Wir haben nochmal einen Dark Magician, First aus dem Saturday Gigi Evolution. Der ist natürlich auch kaputt. Wer hätte es gedacht? Aber er ist First. Aber er ist First, ja. Ein Speerdrache aus LOD, der auch schon mal bessere Zeiten gesehen hat. Hier unten Eselsohr drin, da fehlt Farbe, hier ist kaputt, da ist kaputt, da ist ein Knick. Knick. Nee, also auch nicht gut. Dann kommen wir zur vorletzten Karte. Der Seelenfresser, der ist aber ganz gut eigentlich vom Zustand her, so wie das hier aussieht. Also der könnte noch niemand sein, auf jeden Fall. Ja, okay, hinten vielleicht jetzt, nee, hinten ist auch bloß Dreck drauf. Ja, so, das geht eigentlich. Bisschen gesäubert und gut ist. Und dann haben wir, boah, diese Hülle, Alter. So, Griffin Wing aus dem Starter Deck Pegasus. Ja, der sieht auch noch ganz gut aus. Der ist ein bisschen miscutted und hat hier irgendwie, hier fehlt Farbe, das ist aber keine Beschädigung, muss wohl ein Misprint sein. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass das Bild gar nicht richtig gesendet ist. Aber ja, ansonsten natürlich auch in einem halbwegs passablen Zustand. Ja. So,
Ich hoffe, euch hat die enttäuschendste Sammlung 2020 bisher gefallen. Also ich bin tatsächlich ganz froh. Die beiden hier, das sind wirklich schöne Stücke, die sind auch Nirmint, die kann man hernehmen. Vor allen Dingen der antike Antriebsgolem ist halt wirklich eine absolute Seltenheit, auch in unlimitiert und geht sein Geld. Aber ich denke mal, wir haben also, wenn überhaupt, gerade so den Einkaufswert wieder raus. Einige der Karten, die hier exzellent oder schlechter sind, sind natürlich trotzdem was wert aktuell. Die kriegt man noch für 2-3 Euro dann das Stück weg. Werde ich auch vermutlich dann veräußern irgendwie, falls ich für sowas überhaupt einen Käufer finde. Und ja, wir sehen uns zu einem weiteren Mega-Opening und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.